Herr Specht, Sie haben sich jetzt mit mehreren Menschen auf dem Marktplatz unterhalten. Wie haben Sie die Stimmung am Tag nach dem Attentat auf dem Marktplatz wahrgenommen? Also mir war es wichtig, heute Morgen hier auf dem Markt auch zu sein, weil wir haben ja bewusst entschieden, dass der Markt auch stattfindet. Aber auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, man merkt die Verängstigung, die Verunsicherung. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, es war richtig, jetzt auch hier rauszukommen, weiterzumachen. Ich glaube, diese Gespräche sind jetzt notwendig. Das Feld jetzt nicht anderen überlassen, sondern Präsenz zeigen. Deswegen war es mir auch wichtig, heute da im Ort zu sein. Was haben die Menschen Ihnen in den Gesprächen gesagt? Es ist natürlich geprägt von dem Unverständnis, wie sowas in Mannheim passieren kann, wo wir seit vielen Jahren so friedlich zusammenleben und haben mich auch unterstützt dabei, auch gerade eben nochmal Gespräche geführt, auch mit Menschen, die sagen, sie verurteilen das auch als Muslime aufs Schärfste, sie können das überhaupt nicht nachvollziehen und würden am liebsten jede Demonstration überhaupt aus der Stadt halten, was nicht geht, was wir wissen, Versammlungsfreiheit, das Grundrecht, wir haben gerade 50 Jahre Grundgesetz gefeiert, hat so einen hohen Stellenwert, dass es extrem hohe Hürden gibt, überhaupt eine Veranstaltung, wie man das sagen. Und, aber viele haben auch gesagt, dass sie es unheimlich bewegt und man spürt die Verunsicherung.